Hey Leute, ich habe heute eine ganz aufregende Nachricht für euch. Und zwar gibt es heute einen Hofumbau. Und ja, ich weiß, vor circa einer Woche kam schon einer. Aber Leute, das wird heute ein Hofumbau, den ihr wirklich noch nie gesehen habt. Ich habe mir dafür extra einen 3 Meter langen Rasenteppich gekauft. Alles werde ich hiervon wirklich benutzen. Es wird so ein Riesenhof. Reithalle kommt auch noch dazu, also eine zweite und noch ein Reitplatz und mehr. Leute, das wird so ein riesiger Hof. Und ja, ich würde sagen, ich räume das jetzt alles mal weg, dann baue ich die Grasmatte auf und dann können wir sozusagen schon anfangen, den Hof aufzubauen. Es wird dann auch ein riesen Pferd ab in eine Box geben und eine Hoftour natürlich auch noch. Die wird aber dann, glaube ich, als extra Video kommen. Aber erstmal muss ich das hier alles aufräumen. Mein Zimmer ist jetzt nämlich ein bisschen noch unaufgeräumt und Leute, das wird bestimmt viermal so groß oder dreimal so groß wie das hier. Ich freue mich schon, ich hoffe, ihr euch auch. Ich habe jetzt noch einmal Staub gesaugt und ich habe den Teppich jetzt ausgerollt. Leute, schaut euch mal, wie groß der bitte ist. Schaut euch das mal bitte an. Das ist unglaublich groß. Und ich weiß, glaube ich, schon, was ich da hinstellen werde. Die Lampe werden wir wahrscheinlich noch so ausrichten, so dass das hier ein bisschen besser beleuchtet ist. Und ich denke, wir fangen schon mal mit einem Reitplatz an. Dazu brauchen wir aber erstmal Zäune, die sich in dieser Tüte befinden. Ich habe darin leider nur die Anzahl von weißen Zäunen gefunden. Ist ein bisschen komisch, aber mal sehen, was wir daraus formen können. Ich dachte nämlich, dass ich auf jeden Fall mehr habe, aber vielleicht finden wir ja noch welche. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Reitplatz hier hinzustellen. Aber da habe ich jetzt noch ein paar Kabel. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber vielleicht finden wir etwas, damit wir das verdecken können. Ich hätte sonst wahrscheinlich das hier hingestellt. Eine andere Möglichkeit wäre, diesen da hinzustellen und dann daneben irgendwas aufzubauen. Ich könnte mir das jetzt zum Beispiel so vorstellen. Und dass hier dann so eine kleine Koppel hinkommt. Ich hätte die Kabel wahrscheinlich jetzt so versteckt. Mal gucken, wie das jetzt noch wird. Ich würde jetzt erstmal hier eine kleine Koppel aufbauen. Dafür müssen wir kurz raus, weil ich da noch Dozent habe. Hier habe ich viel, viel mehr, weil ich hier noch neulich ein Video gedreht habe. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall so viele Zäune geholt und auch noch das Haus. Aber das kommt jetzt noch nicht hier hin. Sondern wir bauen jetzt erstmal die Koppel auf. Das würde jetzt so aussehen. Dann hätte man hier einen Eingang zur Reithalle. Und dann nochmal direkt vom Reitplatz in die Reithalle. Und dann passt das auch hier mit dem Trog. Ich habe die Koppel jetzt noch etwas erweitert, um daneben noch etwas dran zu bauen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt noch um die Seite, weil ich es immer so schwierig fand, dafür dann eine Lösung zu finden, immer dort an so einer Stelle oder zum Beispiel so. Das fand ich immer ganz kompliziert. Ich hätte das dann so gemacht. Finde ich eigentlich gar nicht mal so hässlich. Und wenn man von hier filmt, sieht man ja immer noch nichts. Außer halt diese Platten, aber ich finde das gar nicht schlimm. Man kann sich jetzt hier immer noch reinsetzen, um dann da drin zu filmen. Manche von euch wissen ja, dass das jetzt meine neue Sattelkammer geworden ist. Ich finde die total cool. Ich kann mir auch total vorstellen, sie einfach dahin zu stellen, aber ich glaube, das sieht ein bisschen komisch aus. Naja, eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber das Problem ist halt das Filmen. Wenn ich hier etwas filmen möchte, muss ich dann so filmen. Es ist ein bisschen eng. Aber ich kann es ja erstmal da stehen lassen, um dann weiterzuschauen. Aber wichtig ist ja auch noch unser Hauptstall. Der muss ja auch noch irgendwo untergebracht werden. Ich habe den jetzt erstmal hier platziert, denn dann kann man auch noch von hier vorne filmen und das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Naja gut, ich könnte die natürlich auch so umdrehen. Leute, man könnte das auch einfach so zusammenschieben. Dann hätte man einfach so eine Reithalle und einen Stall in einem, aber ich glaube, das sieht ein bisschen blöd aus. Hier bin ich mir tatsächlich jetzt ein bisschen unsicher, wie ich das mache. Ich hatte zum Beispiel so Idee, die Idee, ich glaube, den lasse ich doch wirklich stehen. Aber so hier diese Ecke, Leute, das ist wirklich anstrengend. Leute, ich habe ein bisschen ohne euch weitergemacht. Und zwar dachte ich mir, dass ich das vielleicht so hinstelle. Das muss ich noch alles aufräumen. Das werden wir auch noch gemeinsam in diesem Video machen. Und ich werde auch noch ein paar Sachen hinstellen. Aber so würde das jetzt grob aussehen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps, wie man das umstellen könnte. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Das wäre dann hier so eine kleine Koppel oder ein Reitplatz. Ich bin mir nicht sicher, was ich daraus machen werde. Aber es fehlen auch noch zwei Sachen. Und zwar einmal dieser Waschplatz und einmal diese Box. Ich weiß nicht, ob ich das hier so miteinander verbinden möchte oder die Box einfach hier hinstelle. Es gäbe auch noch die Option, das so hinzustellen. Dann würde ich die Box da platzieren und noch einen Hintergrund erschaffen. Das vielleicht sogar noch hier ein bisschen näher ranholen. Das würde theoretisch auch funktionieren, hätte man hier, ja, so etwas.
Und dann könnte man da vielleicht noch Anbindestellen schaffen. Das ginge natürlich auch und würde dann so aussehen. Ich denke, ich lasse das erstmal so und wir werden uns erstmal um diesen Platz hier kümmern. Hier liegt noch vom Staubsauger der Schlauch. Und das werden wir hier erstmal reparieren. Ich habe das jetzt so repariert. Das sieht jetzt so aus. Ich finde das eigentlich ganz hübsch. Und jetzt fehlen natürlich noch die ganzen Dekorationen. Aber ich werde hier noch was hinbauen. Auch wenn es hier so ein bisschen klein wird und knapp, kann man hier auch noch füllen. Naja, es wird ein bisschen schwierig, aber das geht tatsächlich noch. Ich wollte aber hier noch eine kleine Box dran bauen, dann kann man auch von hier filmen. Und wie gesagt, da hinten ist dann die andere Box. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsschritt, dem Dekorieren. Wow, ich war ja so schlau und bin da jetzt einfach rüber gestolpert. Cool. Ich habe es auch geschafft, das jetzt wieder aufzustellen und ich habe das jetzt hier noch ein bisschen erweitert. Dann hat man da auch nochmal mehr Platz. Jetzt, wie gesagt, hole ich die ganzen Zubehörteile und ich liebe wirklich das Dekorieren. Das ist wirklich mein Favorite von den ganzen Hofumbau-Videos und was man da so macht. Und viele von euch wissen, dass das ja meine Lieblingsteile sind. Das sind diese Bäume und ich war mal auf Flohmärkten und als es die gab, habe ich mich immer, ja, sag ich mal, gefreut. Aber die waren, Leute, einer wollte dafür 3 Euro für einen Baum. Dann war ich auch einmal glücklich, dass ich einen 50 Cent gekauft habe. Das ist hier ein bisschen sehr unaufgeräumt. Und das fand ich hier auch noch ganz schön. Aber Leute, ich habe jetzt so einen großen Platz, da kann ich ein Turnier drehen. So, die ganzen Stangen werde ich, glaube ich, auf den Turnierplatz stellen. Und das wird dann hier jetzt die Dressurhalle. Ich habe ja auch noch so einen Bogen. Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, den hier hinter das Haus zu stellen. Also beziehungsweise vor das Haus. Leute, den habe ich mir hier auch mal irgendwann mal gekauft. Ich weiß gar nicht, woher der ist. Aber ich fand den super. Und das ist mein zweitliebstes Ding. Und zwar dieser Sattelbock. Also beziehungsweise die Sattelböcke, die es von Schleich gibt. Die sind so schön. Hier ist wirklich alles dabei, was man für den Hof braucht. Und ich kann euch auch empfehlen, solche Decken. Vielleicht habt ihr die ja auch noch. Oder bastelt die einfach selber. Naja, einfach ist es jetzt nicht, aber vielleicht habt ihr ja einfach Stoff und schneidet daraus einfach eine Decke und dann habt ihr schon eine Hundeecke sozusagen. Das ist echt cool. Und Leute, ich habe euch ja mal einen Tipp gegeben, wie ihr eure Schleichhöfe realistischer machen könnt oder auch sie schön aussehen lassen könnt. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wie gesagt, schaut euch das gerne an. So, das ist jetzt erstmal alles, was ich bereits gefunden habe und ich denke, dass das erstmal ausreichend ist. Fangen wir mit den Sprüngen an. Davon habe ich jetzt im Moment 3 Stück und die werden auf jeden Fall hier raufkommen. Das ist jetzt alles, was auf diesen Turnierplatz raufkommen wird. Die Sprünge habe ich jetzt dort platziert und hier ein paar Stangen mit einem Tisch. Das werde ich natürlich hier auch weitermachen. Und diese Art Cavalettis werde ich jetzt hier ranschieben. So, und die beiden kommen hier auch noch hin. Jetzt haben wir aber noch ein paar Stangen übrig. Die werden hier hinkommen. Leute, ich weiß gar nicht mehr, wo die goldenen her sind. Wisst ihr das vielleicht? Ihr könnt das mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dass sie aktiviert sind. Und ja, so sieht der jetzt erstmal aus. Ich habe hier noch dieses Tribünen-Dings. Ach, und ich habe noch 2 Bäume gefunden. Hier kommt noch das Regal hin. Und jetzt geht es weiter mit dem Dekorieren. Ich glaube, wir fangen mit den Bäumen an. Ich habe davon sehr viele. Ich finde die super. Auf jeden Fall kommt einer dorthin. Den anderen platziere ich hier. Dann auf jeden Fall hier hin. Nicht fehlen darf einer hier. Und der darf hier auch nicht fehlen. Jetzt habe ich noch einen übrig und den stelle ich dorthin. Jetzt bin ich gut mit Bäumen versorgt. Und den stelle ich hier, glaube ich, rein. Und hier habe ich auch noch Zubehörsachen. Das ist mir gar nicht mal so aufgefallen. Vielleicht besitzt ihr ja die Reithalle und da ist es mein Tipp auf jeden Fall, dass ihr aus diesem Teil eine Sattelkammer macht. Das bietet sich nämlich super an. Jetzt haben wir noch diesen Sattelbock und den stelle ich, glaube ich, hier hin. Der andere kommt auf jeden Fall auf diese Seite und ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich stelle den einfach dahin. Die eine Schubkarre kommt jetzt hier ran. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und ein Tisch einfach dort. Ich habe hier auch noch so einen Baum. Den habe ich selbst gemacht und der sieht ein bisschen blöd aus. Leute, schaut euch das mal an. Das sah auf dem Foto, also es gab so eine, warum fokussiert das nicht? Es gab da so eine Anleitung, wie man das bauen kann. Ja, beziehungsweise bauen, ja, kleben oder zusammenfädeln. Ja, aber von dieser Seite sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe den jetzt einfach daran geklemmt und es sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich glaube, wir machen mal diese Spiegelfolie ab, die nervt mich ein bisschen. Ohne sieht es jetzt auf jeden Fall besser aus. Ach, die passen hier gar nicht dran. Dann kommen die einfach daran. Hier hin, hier ist sogar noch ein Wasserschlauch. Hier habe ich noch
so ein, was sind das eigentlich für Teile? Wisst ihr das? Ich weiß, wofür das gemacht ist, aber mir fällt der Name nicht dazu ein. Vielleicht wisst ihr das ja, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. So, der Hundeplatz wird, glaube ich, hier sein. Das sieht doch süß aus. Und dann kommt hier noch ein Heuballen hin. Die Tür habe ich jetzt mal offen gelassen. Hier kommt noch ein Stuhl hin. Ich glaube, hier kann ich auch schon eine Katze hinstellen. Die habe ich jetzt auch noch ein bisschen verschönert, beziehungsweise ich habe einfach mehr Sachen reingelegt. Jetzt muss ich auch noch hier aufräumen, weil hier auch noch Tiere drin sind. Und Leute, das ist hier nur Mehl. Das mal für ein Video gebraucht, weil ich Futter brauchte. Den stelle ich dahin. Und darauf einfach diese Blume. Das kommt auf die Koppel. Ich glaube, hier rauf. Hier hin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das getrennt lassen soll oder nicht. Sonst wäre es halt wirklich eine große Koppel, nur halt zwei getrennte. Ja, ich würde sagen, ich lasse die jetzt erstmal so, wie sie jetzt gerade da ist. Jetzt habe ich hier noch die Türen angebracht und das räume ich jetzt auch einfach alles ganz schnell weg. Jetzt habe ich hier auch alles rausgelegt. Und jetzt können wir mit dem Pferd ab in deine Box beginnen. Und da habe ich mir auf jeden Fall schon zwei Pferde rausgesucht. Und zwar einmal Star, also Grey Star. Und das Fohlen. Das ist Pino. Und dann habe ich ihn hier auch noch gefunden. Das ist der Cake. Und ich glaube, der kommt jetzt auch mal wieder auf den Hof. Und zwar war der in meiner Flohmarktkiste. Aber ich habe ihn rausgeholt und ich dachte mir, mit dem kann man doch was machen. Er hat nämlich einen Stehfehler und das ist so ein bisschen blöd. Aber ja, den nehmen wir auch mit. Dann diese Mustang-Stute und der Winnie. Ich kann die ja jetzt schon verteilen, damit ich weiß, wie viele Pferde ich überhaupt noch auf dem Hof unterbringen kann. So, sie stelle ich mal da rein. Ich glaube, das passt. Und Winnie einfach direkt daneben und das nehme ich ja immer raus. Ich glaube, das ist doch ein guter Platz für sie. Der Schwarzwälder Hengst kommt einfach mal hier auf diese Koppel oder ja, was das hier auch immer sein wird. Und das Fohlen stelle ich einfach mit darauf. Jetzt habe ich noch 7 Boxen offen, das heißt 7 Pferde. Passen da noch rein. Einmal die Lilly, meine Trakehnerstute. Ich denke, sie passt hier gut rein. Und daneben kommt mein Curly Horse rein. In den Hauptstall kommt dann dieser hier. Ich weiß seinen Namen leider nicht mehr. Und seine Rasse ist mir jetzt auch nicht mehr so ganz bekannt. Und jetzt Brego. Ich hatte ja mal den Andalusier, der hieß bei mir Brego, aber den habe ich leider nicht mehr. Deswegen ja, wird er jetzt Brego heißen. Habe ich mir mal so spontan überlegt. Und jetzt habe ich mir noch diese Pferde ausgesucht und einmal den Friesenhengst. Der kommt bei mir auch noch in den Hauptstall. Und daneben einmal die Holly. Die beiden weiteren Pferde kommen, oh nein, die kommen dann auf die Koppel. So, stelle ich jetzt einfach da. Habe ich jetzt einfach dahin gestellt. Die kommen dann jetzt einfach da auf die Koppel. Ja, das war's. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Es wird dann nochmal eine Hoftour geben. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Tschüss.